Weiter geht's jetzt mit Tag 2 hier in Hamburg. Jetzt ist 7:30 morgens, das Springen startet um 8:30, also haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich mache die Stollen rein. Zöpfe sind noch drin und Hannes hat schon ein paar Flecken bei Bonja entfernt. Eine ganze Menge sogar. Eine ganze Menge sogar. So, einmal konzentrieren. Richtig, so hübsch sind die jetzt auch nicht, die Zöpfe. Dann waren wir bereit und dann ging es hier schon auf den Abreiteplatz. Hier bin ich dann warm geritten und abgesprungen, also hier über den Steil und den Ochser. Und dann stand nämlich ein Zwei-Phasen-Springen an, also der Parcours ging von Hindernis 1 bis 13 und von 1 bis 8 war Phase 1. Und wenn man in der Phase fehlerfrei ist, darf man zu Ende reiten bis Sprung 13. Und wenn man einen Fehler hat, dann wird man eben nach Sprung 8 abgeklingelt. Und die Reiterin vor mir hatte eine Verweigerung, deswegen hat es alles ein bisschen länger gedauert und dann konnte ich hier noch ein bisschen im Schritt rumreiten und mir den Parcours nochmal genau angucken. Hier sieht Bonja ja auch noch ganz entspannt aus und kurz vorm Start gab es dann aber so einen Moment, wo sie irgendwie so ein bisschen losrennen wollte und das hat sich alles so ein bisschen durch den ganzen Ritt gezogen, also so ein bisschen unharmonisch. Und ich wollte sie dann auch eher begrenzen und hätte vermutlich einfach eher weicher werden müssen, dass wir da halt wieder harmonisch zusammenfinden. Aber hinterher ist man ja immer schlauer und dann handelt man als Reiter manchmal auch einfach so ein bisschen nach Reflex und will ja immer lieber die Sache festhalten. Dafür könnte man sie auch mal ein bisschen loslassen. Naja, ich bin hier erstmal angaloppiert und damit ich einen perfekten Winkel treffe zum Anreiten, musste ich hier nochmal einen kleinen Kreis reiten. Da dachte ich schon, ich bin durch die Startlinie geritten, aber es war die Ziellinie von der ersten Phase, da war ich kurz ein bisschen verwirrt, habe dann aber wieder den Durchblick gehabt. Jetzt hier musste ich ja direkt quasi an die Wand ran, da hat sie beim letzten Mal so ein bisschen hingeguckt, deswegen saß ich da ordentlich dran, kam jetzt hier gut zu 1, dann ist sie mir hier so ein bisschen abgezischt und dann habe ich natürlich auch so ein bisschen am Zügel gezogen, das ist irgendwie so ein kleiner Teufelskreislauf und dann wollte sie da so ein bisschen nörgeln, dann kamen wir hier über 2. Und hier hätte ich auch einfach galoppieren lassen können. Hier mache ich so zum Schluss ein bisschen auf, dass wir hier über 3 rüberfliegen. Jetzt geht es links rum. Hier hole ich sie wieder ein bisschen zurück zu Sprung 4. Das fand ich jetzt richtig gut. Jetzt habe ich hier 12 Galoppsprünge und hier ziehe ich sie über dem Sprung auch so ein bisschen nach links. Und ja, den haben wir dann gehabt. Hier geht es jetzt weiter zu diesem Ochser. Vor dem hatte ich beim Abgeben ein bisschen Respekt, weil er unten noch so offen ist. Und das hat aber alles super geklappt. Jetzt hole ich sie mir hier wieder ein bisschen zurück, hat aber alles noch gepasst sozusagen. Und jetzt ging es hier so ein bisschen bergab. Hier, das meine ich einfach, dass man so ein paar Unstimmigkeiten sieht. Ne? Jetzt geht es bergab und wir kommen hier aber ganz gut, finde ich, zur Kombination hin. Ein bisschen Übersicht und dann war die erste Phase auch vorbei. 4 Punkte für Blizzard Girl und Janina Kind in Phase 1, 60,89 Sekunden. 4 Penalty Points, 60,89 Seconds in the first phase. Die 363 Brunhilde
Fertig! Ich habe Pina mal mit ins Bild geschmuggelt, damit das Bild hier interessanter wird. Und Bonja macht jetzt ein Päuschen, kriegt gleich nochmal eine große Portion Heu. Und morgen hat sie dann auch frei, also dann reite ich einfach so ein bisschen. Morgen steht kein Springen an. Am Sonntag geht es nochmal weiter. Und den Ritt eben habe ich euch ja bestimmt kommentiert. Und ich mache mir nochmal Gedanken, wie ich das dann am Sonntag am besten anstellen möchte. So ein bisschen Mittelmaß, ein bisschen entspannter, trotzdem Galopp halten und nicht so viel. Ja, ich weiß auch noch nicht. Ich mache mir Gedanken. Wir werden es sehen. Ach, jetzt gehen wir erstmal essen. Also Hannes und ich. Wir sind dann noch über den Platz gelaufen und haben uns die Stände angeguckt und haben dann auch noch hier zugeguckt. Hier läuft gerade eine Qualifikation für das Springderby hier in Hamburg, das am Sonntag stattfindet. Und das war auch richtig interessant zuzugucken, wie die Pferde und Reiter eben auch die besonderen Hindernisse meistern. Und ja, dann liefen auch noch andere Springen, wo wir auch noch zugeguckt haben. Und dann geht es jetzt gleich nämlich mit dem nächsten Tag weiter. Das hatte ich ja im Video schon erzählt, dass wir am Samstag keinen Springen haben und dass ich Bonja dann einfach so auf einem der Abreiteplätze reite. Das ist wieder sauber. So, das war jetzt der Freitag und der Samstag auf dem Hamburger Derby und ich zeige euch schon mal ein paar Ausschnitte aus dem nächsten Video, was gleichzeitig auch das letzte Video vom Derby sein wird. Das ist dann nämlich der Sonntag und ich freue mich, wenn ihr dann auch eben beim nächsten Video in voller Länge wieder mit dabei seid. Dann bis zum nächsten Mal!